sind heute zu Besuch bei unserem Freund Amikan, seiner neuen Shisha-Lounge. Ich würde sagen, willst du uns mal zeigen? Herzlich willkommen, kommt einfach mit rein. Ich fick wie Kristall, hol dich eiskalt, Omega, lass die Gangster-Rapper tanzen im Wald. Mein liebe Gewalt, 315 meine Zahl, Bunker eine halbe Million, bevor ich fall. 20 auf dein Kopf, 15 für den Anwalt, Folter bis Anstalt, wenn keiner abzahlt. Nicht ausgesucht, aber so ist gekommen, ich küsse keine Augen, doch ich küsse mein Beton. Frontier Respect of the Streets, hier live aus Leipzig, mitten in der Nacht. Hier, neue Staffel Backstein, wird krank. Nicht zu uns, bitte. Sehr schön. Wird lustig heute. Jungs, 10 Minuten fahren wir an, okay? 7 Minuten. Mal auf Platz. Wir haben jetzt Zeug gegen ihn.
Ist gestern extra angereist aus 600 Kilometer. Macht mal Applaus, den Kampf wollte alles geben. Okay, seid ihr bereit? Okay, okay, mach mal Applaus. Hier, mach mal Applaus für unseren Gewinner, Mann. Aber Respekt. Danke, danke. Bist gekommen alleine? Respekt an Yasin Freyer, alleine gekommen. Er steht immer sein Mann. Gute Leistung.
Es ist gut gewesen. Also wenn dann der Druck zu hoch wird und es immer mehr Schläge kommen, man selber hat nicht so gute Konditionen, dann ist es halt fast unmöglich, bei einem größeren Gegner aufzuschließen. Kann aber auch überhaupt bei einem Gegner passieren, der gleich groß ist, aber einfach mehr in Form ist. Ja, es war eigentlich trotzdem ein guter Kampf, war auch wieder eine gute Erfahrung. Ich mache das so zum Alltagsabwechsel, dass man ein bisschen aus dem Alltag rauskommt und so. Erinnert mich an früher. Und hast du vor, wieder zu kommen? Ja, vielleicht jetzt lasse ich ein bisschen Zeit verstreichen, mal schauen, was jetzt noch mein Weg so bringt, ob ich noch weiter trainiere, ob ich jetzt alles geregelt bekomme, so im Privatleben und so, und dann würde ich schon wieder kommen. Es ist immer eine schöne so Erfahrung. Ja, also es ist halt mein Hobby, ne? So, ob ich jetzt gewinne oder verliere, ist mir da egal. Man kommt immer als Gewinner raus. Ja. Achso, sorry. Aber dann schneiden wir das hier raus. Okay. Okay, erstmal eh verpixeln, aber. Warte, wir machen das nochmal anders. Hier ins Licht. Also. Was sagst du dazu? Auf so eine Veranstaltung kann man noch mal gehen, wa? Finde ich super. Respect of the Streets, Alter. Ja, man, auf jeden Fall. Heute zur Feier des Tages. Die Veranstaltung Backstein war auf jeden Fall heute richtig geil. Wir haben krasse Kämpfe gesehen. Wir haben ein paar Knockouts dabei gehabt. Und alles, was Kampfsport zu bieten hat. Kampfsport auf anderer Ebene. Die Location war geil. Es hat alles gepasst. Wir sind glücklich. Und es hat sich niemand großartig verletzt. Und war einfach geil.